Gruppe. Ich hatte 10 Jahre das Spitzensportleben gehabt. Ich wusste, was ich gemacht habe. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und jetzt gehe ich plötzlich in die neue Welt. Hälfte im Front. Sie wird das Rennen souverän gewinnen. Schön. Mein Name ist Geraldine Ruckstuhl. Mich kennt man eigentlich als Siebenkämpferin. Ich habe jetzt aber im März 2024 meinen Rücktritt gegeben. Meine Karriere hat eigentlich mega früh angefangen mit der U18-Weltmeisterschaft in Kolumbien. Und ich durfte gerade die Goldmedaille heimnehmen. Und ja, nachher ist es noch eigentlich so weitergegangen. Ich durfte wirklich den Schweizer Rekord brechen. Und an der U23-Europameisterschaft durfte ich dann wieder die Goldung mit heimnehmen im Gepäck. Und ja, ich bin mega dankbar für die ganze Zeit, die ich in der Leichtathletik-Szene hatte. Es waren meistens 2 oder 3 Trainings pro Tag. Und dort hat man wirklich eigentlich nur noch geschlafen, gegessen, trainiert, erholt und genau immer das wieder repetiert. Ich habe eigentlich dort schon gewusst, dass ich irgendwie nach dem Sport etwas mit Bewegung machen wollte, weil ich ein Bewegungsmensch bin. Und habe nachher eigentlich schon Trainerausbildungen angefangen, eben Pilates Flows, Instruktorin gemacht, wo ich jetzt auch selbstständig bin. Also ich habe ganz klar gewusst, ich werde nicht nach dem Sport einen 8-zu-5-Job haben im Büro, wo ich hocke. Das war für mich ganz klar, dass ich schon während der Sportkarriere etwas für das mache. Die ersten Gedanken zu meinem Rücktritt hatte ich noch 2021, als ich nicht selektioniert wurde für die Olympischen Spiele. Das war wirklich ein herber Rückschlag. Ein paar Wochen, bevor ich wirklich den Schluss festgelegt habe für mich, war es sicher ein Hin und Her zwischen Selly weitermachen, Selly aufhören. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ja, in einer Woche muss ich schon alles Neue haben. Aber es war so unwahrscheinlich. Und dann habe ich einfach mir nachher die Gelassenheit gegeben, Zeit gegeben. Und jetzt, 3 Monate später, bin ich voll in diesem neuen Leben drin. Und ich bin froh, dass ich mich dort nicht allzu fest gestresst habe. 2 Monate nach dem Rücktritt habe ich meine Selbstständigkeit angefangen im Pilates, Laufcoaching und Personal Training und bin jetzt mit meinem Partner unsere Sport-App am Pushen, Adlog, wo man Trainingstagebuch an einem Platz tut, vereinbaren auf einer Plattform. Das, was ich als Sportlerin nie hatte, will ich jetzt in dieser Sportwelt zurückgeben. Ich glaube, mein wichtigster Tipp ist, dass man Selbstbild als Sportler sowie auch als Privatperson lebt. Dass man nachher, wenn man den Entschluss fällt, nicht nur noch als Sportperson sich empfindet, sondern wirklich auch als Privatperson schon etwas aufgebaut hat, dass man noch einen guten Übergang haben kann. Also wenn ich jetzt noch einmal zu dem Punkt kommen könnte, wo ich mir die Gedanken gemacht habe, würde ich genau das Gleiche machen, eben meine Familie, meine engen Freunde einbeziehen, meinen Coach und auch die Sportpsychologen. Genau gleich würde ich es machen, weil es ist genau das gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe und auch wie es rausgekommen ist. Ich stehe auf am Morgen und es fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Und ich glaube, wenn man das erreicht hat, das ist das absolute Highlight.